Mein Name ist Katharina Köppchen, bin die Revierleiterin vom Revier Cabo im Forstamt Cabo. Und wir haben heute die Ehre, von Firma Fanzelt den Moritz im Einsatz mit dem Seemodul zu sehen. Es wird in einem Fichtenreinbestand Buchensaat ausgebracht. Uns geht es im Wesentlichen darum, im Forstamtsbereich haben wir rund 10% Fichtenanteil. Im Revier Cabo einen deutlich höheren Fichtenanteil, häufig im Reinbestand. Mit der Problematik Trockenschäden seit 2018 und in der Folge Kalamitätsprobleme. Unser Anliegen ist es, im Wesentlichen die Kalamitätsflächen kostengünstig und möglichst naturnah wieder in Verjüngung zu bringen und vor allen Dingen in den noch stehenden Fichtenbeständen Mischung einzubringen. Also die Fichtenbestände verjüngen sich intensiv natürlich, wie man sieht. Und unser Ansinnen ist es, möglichst zeitnah Laubholz in die bestehenden Fichten Naturverjüngungen einzubringen. Naturnah natürlich mit einer dann günstigeren Wurzelentwicklung, um so die Bestände insgesamt zu stabilisieren. Der Bestand hat sich natürlich schon verjüngt. Es ist auf ca. 40% der Fläche Fichten-Naturverjüngung vorhanden. Es sind aber aus Nachbarbeständen auch schon Tanne, Douglasie, Lärche, Kiefer, vereinzelt auch Buchen zu finden. Die Vorgaben von uns sind, dass wir auf diesem kräftigen Standort gerne Laubholz haben möchten. Und wir haben ein Verfahren gesucht, in dem wir kleinflächig die Buchen mit integrieren können. Für den Einsatz heute haben wir unseren Geräteträger, den Moritz NFR75, mit dabei. Als Anbaugerät haben wir auf der Frontseite unsere Hilfswinde nach wie vor mit angebaut. Und im Heckbereich haben wir unsere Kombination aus Streifenfräse und Seemodul angebaut. Streifenfräse wird mechanisch über die Zapfhülle angetrieben. Das Seemodul, das aufgesattelte, hat ein Seerad verbaut. Das Seerad wird elektrisch angetrieben. Ich kann dieses Seerad von der Geschwindigkeit über mein Podi, was sich hier drunter befindet, in der Geschwindigkeit dementsprechend verändern. Das ist dieses Bauteil hier. Ich habe die Möglichkeit, meine Seeräder auszutauschen. Unter Seeräder verstehen wir das Teil hier. Das ist ein Seerad. Das ist jetzt zum Beispiel ein Seerad für die Eicheln von der Größe her. Wir haben jetzt ein Seerad drin verbaut für die Buchecker. Das heißt, wenn ich das tauschen möchte, wenn jetzt Eicheln drankommen, dann wird dieses Rad hier runtergeklappt, dass ich hier an die Klappe rankomme. Und hinter der Klappe kann ich dann dementsprechend mein Seerad rausziehen und kann dementsprechend das passende Seerad wiederum einsetzen und den Deckel wieder verschließen. Wenn wir diese Kombination aus Streifenfräse und Seemodul ausheben, mit dem Kraftheber nach oben fahren, haben wir eine Zentrierung auf Null. Das heißt, es fängt nicht mehr an hinten zu schlagen, sondern es wird zentriert. Und durch dieses Zentrieren bleibt das Ganze viel ruhiger beim Vorgewende. Es sind, soweit ich weiß, ca. 1,5 bis 2 Hektar, was wir hier an Fläche gesät haben. Und wir haben heute Morgen um 8:30, glaube ich, angefangen, haben relativ viel drin geredet, gesprochen. Wir haben jetzt 14.58 Uhr, also 3 Uhr. Mein persönliches Fazit: Ich bin echt überrascht, dass wir mit diesen 1,5 bis 2 Hektar so schnell fertig geworden sind. Wir sind beeindruckt von dem Verfahren. Wir sehen, dass die Maschine sehr wendig ist, also auch in der Lage ist, sich durch die Bestände zu arbeiten, durch die bestehenden Bestände eben auch nicht nur Freiflächen zu bearbeiten, sondern das Saatgut flach einzubringen. Die auflaufende Naturverjüngung neben der Fichte haben wir mit den Terminaltriebschützern markiert und auch geschützt vor Verbiss. Durch die wendige Einsatzmöglichkeit können wir steuern, dass die Verjüngung am Ende neben der Saat auch noch vorhanden ist. Ja, wir streben natürlich an, die Bestände möglichst bodenschonend zu bearbeiten, wollen ein flächiges Mulchen der Flächen vermeiden, was auch sehr kostenintensiv ist, und sind deshalb froh, wenn wir Technik finden, die wir hier bodenschonend in den Beständen einsetzen können, mit der wir es schaffen,
genau diese beiden Belange miteinander zu verbinden. Gleichzeitig das Saatgut einbringen, ja, und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bei der heutigen Saat wurde ein Reinabstand von 1,80 Meter bis 2 Meter gewählt, um im Anschluss eine Pflege gewährleisten zu können, gegebenenfalls auch mit einer Kleinraupe es maschinell durchführen zu lassen. Die Leistung der Saat ist beeindruckend. So einen schönen Fräs- bzw. Flugstreifen habe ich noch nicht gesehen. Minimal intensiv der Eingriff in den Oberboden. Die bestehende Naturverjüngung wurde belassen. Ich würde es immer wieder tun.